Hallo und herzlich willkommen bei meinem Video. Heute ist der 1.6.2020. Es ist Montag. Heute war Sonja da. Ich bin schon ziemlich müde, es war ziemlich anstrengend, weil ich ein ganz, also ziemlich ernsthaftes Gespräch mit Sonja gehabt habe. Worum es da ging, möchte ich euch nicht unbedingt näher erläutern, nur so viel, dass sie manchmal sehr nachlässig ist, was verschiedene Termine ausmachen und behördliche Gänge angeht, aber nicht was das Arbeiten angeht und nichts, was mich eigentlich was betrifft, aber ich mache mir halt Sorgen um sie und möchte, dass sie ihre Zukunft so gut wie möglich nutzt. Und deswegen habe ich mich da eingemischt. Ich habe es nur gut gemeint. Wollte sie auch nicht nerven, aber das ist mir in den letzten Wochen so in den Magen gestiegen, dass sie immer sagt, habe ich noch nicht gemacht oder muss ich erst machen und so. Bei verschiedenen Terminen. Und das dann wochenlang rausschiebt. Und es geht mich zwar nicht an, aber es hat mich jetzt irgendwie so fertig gemacht, dass ich mich eingemischt habe und ihr das nochmal nahegebracht habe, dass sie für verschiedene Dinge ernster nehmen muss und dass verschiedene Dinge wichtig sind. Heute war die Volkshilfe zum ersten Mal wieder da. Duschen. Und deswegen bin ich um 8:30 schon aufgestanden. Ich war relativ schnell wach, aber bin dementsprechend jetzt schon ganz schön müde. Morgen kommt Sonja auch, aber nur bis circa 4 oder so. Weil dann hat sie den Traktorführerschein. Den fängt sie morgen an und da hat sie Kurs. Und ich bin auch ganz froh, dass es nicht den ganzen Tag über geht, weil ich ein bisschen Zeit für mich brauche und mich darauf vorbereiten möchte, dass ab Freitag Claudia die ganze Woche da ist. Nicht, dass das was Negatives ist, aber relativ lang immer und von Montag bis Samstag eigentlich fast durchgehend, außer donnerstags. Und ja, deswegen bin ich ganz froh, dass Sonja morgen nicht den ganzen Tag da ist, sondern nur eine kurze Zeit. Obwohl ich mich mit Sonja sehr gut verstehe und auch mit Claudia, aber ich finde es mit Claudia noch immer etwas anstrengend. Und mit Sonja kann es auch anstrengend sein, aber da hat man meistens sehr viel Spaß und ich meine, habe ich mit Claudia auch, aber die Gewöhnungsphase dauert doch etwas länger und die Gewöhnungsphase an zwei Assistenten und ja, dass halt jeden Tag wer da ist. Aber sonst geht es mir relativ gut. Gestern konnte ich ohne Angstzustände einschlafen und habe mich relativ wohl gefühlt, auch am Abend. Und habe relativ gut geschlafen, zwar spät, aber gut. Ja, sonst war heute nicht viel los. Ich war mit Sonja auf einen Kaffee und hab
was von meiner Oma geholt. Meine Eltern haben mit Stefan und Anke den Pool aufgebaut. Sonst waren wir noch erinnern wegen Sonjas Allergie. Aber das Wetter war ganz schön. Also der kleine Spaziergang und das Sitzen im Café waren ganz nett und ja. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich mich nicht mehr so viel einmische. Auch wenn es mich belastet, aber es ist ihr Leben. Und ich kann nicht ihre Mutter spielen. Das will ich auch nicht. Aber ich wollte das zumindest mal ansprechen, damit ich das mal los bin und ich hoffe, sie nimmt mir das nicht böse. Ich habe es nur gut gemeint und ja, wird man sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Sonst gibt's nicht viel Neues, wie gesagt. Morgen kommt Sonja, übermorgen kommt die Friseurin. Und ich fahre zu Christoph. Meine Haare sind nicht sonderlich gut gewaschen und kleben auch vom Shampoo. Ich weiß nicht, warum die von der Volkshilfe immer so viel Shampoo brauchen. Die hat fast die halbe Packung Shampoo gebraucht. Und jetzt kleben meine Haare natürlich. Weil so gut kann sie das gar nicht ausspülen, dass da nichts zurückbleibt. Aber ja, sie sehen halbwegs sauber aus, fühlen sich aber nicht so an. Und sie werden am Mittwoch wieder dunkler. Dunkelbraun. Damit das Blonde hier oben verschwindet. Hier oben bin ich ja fast blond. Also richtig rotblond. Und auch hier an der Seite. Das fällt zwar im Schatten nicht so auf, aber wenn die Sonne richtig drauf scheint, sieht das fast blond aus. Und das gefällt mir halt nicht so gut. Und ich schaue noch jünger aus, als ich eigentlich bin. Und deswegen muss das wieder dunkler gefärbt werden. Aber ja, das Celine-Dion-Konzert wäre am 15. Juni. Das ist natürlich abgesagt, aber ich weiß noch immer nicht, was mit den Karten passiert. Es wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Und ja, ist halt schade, weil ich mich fast ein Jahr drauf gefreut habe. Aber kann man nichts machen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder Tag, wann immer ihr das Video seht. Macht's gut. Ciao. Eure Ines.